Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Es ist ein bisschen lauter hier zu Beginn des Videos als gewohnt, denn hier herrscht gerade in Bremen nicht die bekannte Ruhe vor dem Sturm, sondern die Ruhe nach dem Sturm, die ein bisschen lauter ist. Wir haben nämlich gestern hier einen echten Sturm gehabt mit Orkanböen. Es sind sogar ein paar Sachen hier passiert in Bremen. Da wurde einer vom umkippenden Baum getroffen. Ja, das war im Bürgerpark und eigentlich weiß ja jeder, dass bei Orkanböen oder bei Sturm geht man eigentlich nicht durch Wälder irgendwie unter Bäumen durch. Also ja, dumm gelaufen. Ja, und hier hinter uns ist die kleine Weser, wie wir sie nennen. Also die kleine Weser ist hier und parallel dazu, da hinten, ja, fließt die normale große Weser. Und die ist eigentlich immer sehr viel flacher, weil nämlich hier ein Wehr ist. Also hier wird der Wasserstand reguliert. Und wir wohnen ja in dieser Richtung und dieses Wehr reguliert den Wasserstand. Heute ist die Weser, die echte große Weser, wegen Hochwasser besser gefüllt. Und jetzt hat man hier einen Ausgleich geschaffen und jetzt fließt das ganze Weserwasser hier zu uns in unser Gebiet. Da haben wir noch so einen See, der heißt Werdersee. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist schon sehr ungewöhnlich, diesen Wellengang hier zu sehen. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, normalerweise kann man hier weitergehen. Jetzt ist das Ganze anders, weil hier alles überflutet ist, sag ich mal. Alles voller Wasser. Und ja, aber schadet hier keinen, weil die Leute, die da hier wohnen, die können auch auf der anderen Seite raus. Und ich finde, Hochwasser ist selten, aber ich finde das auch mal ganz schön anzugucken. Ja, wie man sieht, hier geht es nicht mehr weiter mit dem Video, aber schon, denn jetzt geht's los mit dem Vlog. So, während draußen die Sturmflut wütet, wir haben es jetzt gerade mal 11:30 und um 13 Uhr ist Hochwasser erst, wird noch ein bisschen schlimmer werden. Können wir mal berichten, was wir so geplant haben für dieses Jahr, nämlich eine Reise nach USA. In die USA, genau. Wir haben es uns schon letztes Jahr schon vorgenommen gehabt, da ging es aber gar nicht wegen Corona. Jetzt haben wir zumindest schon mal die Flüge gebucht und man hat sich förmlich auf den Arsch gesetzt, als man die Preise gesehen hat. Also wir haben es ja nur geplant, dass wir unsere Reise in L.A. starten, machen wir eine Rundreise mit dem Auto durch die USA und dann auch in L.A. wieder ankommen. Und ein Flug kostet Bremen, München, L.A. und dann auch wieder zurück
pro Person 1538 Euro. Da können wir nur froh sein, dass Simone nicht mitfährt und wir das Geld sparen dafür. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. Ja, was habe ich dazu zu sagen? Ich bin ja sparsam und genügsam. Ich war vor Johns Geburt, ich war so oft schon in Amerika. Es hat mir immer gut gefallen, aber es ist mir jetzt einfach zu teuer und ich werde ganz gewiss die Zeit ohne die Jungs hier richtig genießen und zu schätzen wissen. 3 Wochen mal alleine. Oh, und wir werden es auch genießen, nicht? Ja. In Ruhe und alleine. Drei Wochen daraus übrigens. Also so ist es geplant. Hoffen wir mal, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, ne? Aber gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und jetzt. Oh, Moment! Prost, Johnny! So, inzwischen haben wir auch unser Essen bekommen. Bei mir gibt es heute an diesem stürmischen Tag hier in Bremen besten Grünkohl. So ein typisches Gericht aus Norddeutschland. Ich liebe es ja. Ich wollte mal sagen, es hat sich eben so angehört, wegen unserer USA-Reise, dass Simone nicht mitkommt, um Geld zu sparen. Das ist irgendwie, glaube ich, habe ich so verstanden eben beim Film. Also das ist nicht der Fall. Es ist, ich glaube, weil du keinen Bock hast, oder? Ja, ich denke, für euch beide ist so ein Roadtrip natürlich eine ganz tolle Erfahrung oder eine Vater-Sohn-Geschichte irgendwie. Und wenn wir zu dritt sind, würde ich sagen, wenn man so mit dem Auto unterwegs sind, gerade in den USA, der Beifahrer, also ich meine, dann möchte ich auch nicht hinten sitzen. Dann gönne ich John natürlich den vorderen Platz. Also es sind viele Sachen. Und wie gesagt, ich kenne das Ganze schon. Und ich freue mich echt auf die Zeit, wo ich dann alleine zu Hause bin. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Ich glaube nämlich, dass die Gründe, die du gesagt hast, tatsächlich gar nicht so sind. Weil Simone ist so ein Mensch, der ist sehr gerne allein zu Hause. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht. Ich mag es zwar auch so, wenn man vielleicht mal frei hat und die Eltern dann arbeiten, dann hat man auch irgendwie so richtig Zeit für sich, kann man richtig ausschlafen und so. Aber Simone. Interessant. Simone habe ich sogar von ihr sogar mal gehört. Die ist wirklich gerne allein zu Hause aus irgendeinem Grund. Ja gut. Und bis es soweit ist, haben wir noch viel Zeit. Dann machen wir erst in Sommerferien. Dauert also noch von jetziger Zeit gerechnet ungefähr ein halbes Jahr. Ja, so schnell wirst du uns nicht los. Genau, so lange hast du uns noch. Ja, so lange können wir noch zusammen essen gehen. Ich habe mein Essen noch gar nicht gezeigt. Ich habe nämlich auch, so wie Stefan, Grünkohl. Ich habe ganz viel Gemüse auf dem Teller. Sieht nämlich sehr lecker aus. Und Fleisch natürlich. Also guten Appetit. Und Johnny hat natürlich, Chicken wie immer, Chicken Nuggets. Ja, es ist etwas Zeit vergangen. Und während wir diesen Vlog hier machen, sind wir auch dabei, noch ein anderes Video zu machen. Was für eins kann ich euch auch schon mal verraten. Und zwar hatten wir mal wieder die Möglichkeit, den leeren Heidepark zu besuchen und hinter die Kulissen zu gucken. Haben wir natürlich angenommen, weil es ist ja für uns wie ein Geschenk. Es ist ja auch ein Geschenk. Und ja, das hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und was wir da so gemacht haben, seht ihr dann, wenn das Video fertig ist. Und ja, wir sind hier schon beim Texte einsprechen. Deshalb ist hier auch die Simone. Und genau, den Text einzusprechen ist jetzt meine ehrenvolle Aufgabe. Stefan hat den Text schon netterweise vorbereitet und ich hoffe, dass ich ihn gleich flüssig und locker, professionell, ohne Genuschel hier in das Mikrofon sprechen kann und dass es beim ersten Mal klappt. Bereit? Ja. Darauf, weil hier eigentlich geschlossen ist. Genau. Wie bereits erwähnt und gesehen, ist die erste Station unseres heutigen Rundgangs durch den Heidepark die Achterbahn Krake. Diese wurde 2011 für 12 Millionen Euro als erster Dive Coaster in Deutschland errichtet. Etwa 60 Sekunden lang rasen die Insassen mit nahezu 100 Stundenkilometern über die 476 Meter lange Strecke. Für Adrenalinkicks sorgt der nahezu senkrechte Absturz aus 41 Metern Höhe in einen halben Looping aufwärts. Hierbei entsteht der beeindruckende Wassereffekt, der nebenbei gesagt für den Betrieb der Bahn sehr wichtig ist. Der Effekt hat nämlich eine abbremsende Wirkung und entsteht durch sogenannte Wasserschaufeln, die hinten unter dem Zug befestigt sind. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Ja, seit 2016 machen wir ja nun schon YouTube und ich muss mal sagen, in meinem doch schon so langen Leben hat mich kein Hobby so doll ausgefüllt wie YouTube. Ich habe auch früher schon ein Hobby gehabt, das war so Filme drehen mit meiner Videokamera. Das war auch schon ein Aufwand, zeitlich ohne Ende. Aber YouTube
ist noch ein bisschen größer. Simone, möchte auch was sagen? Ja, aber in der Zeit hast du doch sehr viel dazugelernt, was man so schnitttechnisch alles machen kann. Das ist ja gar nicht vergleichbar mit deinen früheren Aufnahmen, wie du früher so die Urlaubsfilme von uns zusammengeschnitten hast. Und ich finde, wir haben jetzt alle schön... Ja, genau. Das ist auch immer noch der Grund gewesen, warum wir mit YouTube so angefangen haben, weil ich gerne mal Schnittprogramm kennenlernen wollte. Das habe ich jetzt also einigermaßen geschafft. Ja, und es war ja anfangs halt auch eigentlich nur für einen kurzen Zeitraum gedacht, das Ganze. Und wenn man jetzt mal so sieht, wir bekommen eine Einladung vom Heidepark, was wir auch alles gesponsert bekommen haben bis jetzt. Also das haben wir natürlich auch allen euch zu verdanken, dass ihr uns abonniert habt und uns die Reichweite gegeben habt, die wir jetzt momentan haben. Also ja, vielen Dank auch dafür. Genau, das macht also wirklich uns ganz großen Spaß. Genau, also das positive Feedback ist enorm. Und wie Stefan schon sagt, dann macht es natürlich noch doppelt Spaß. Obwohl ich zugebe, ich gucke mir alte Videos auch ganz oft zwischendurch von uns an. Einfach um nochmal, ja, die schönen Momente nochmal mitzuerleben, die wir hatten. Ja, man kommt also praktisch zu nichts anderem mehr. Auch das sehe ich jetzt hier schon wieder. Mein Teller hier ist noch leer, während John schon wieder isst. Ja, es gibt Schnitzel. Ja, das kenne ich schon, dass ich also zu nichts anderem mehr komme als schneiden. Aber ich mache es ja gerne. Ja, machen wir alle gerne irgendwie. Das läuft hier Hand in Hand und jetzt essen wir erstmal. Das nennt sie Essen, ne? Ja, bei dem typischen Schiedwetter draußen mal wieder etwas Zeit für Nostalgie, für alte Dinge. Dies hier war früher ein handelsüblicher Joystick, mit dem man die ersten Spiele auf einem Homecomputer machen konnte. Und ich hatte früher, ich habe es schon öfters mal in den Vlogs erwähnt, den von Commodore, den VC20. Und dann gab es den großen Bruder, den Commodore 64. Und den habe ich mir vor längerer Zeit schon in dieser Mini-Variante gekauft. Ja, er hatte nämlich früher auch den richtigen. Ja. Also, der war viel größer, meinte er. Genau, und jetzt sieht er halt so aus. Das ist also der typische Brotkasten, nannte man ihn früher, weil er wie so ein Brotkasten aussah. Früher hat man sein Brot in solchen Kästen gelagert, um es frisch zu halten. Natürlich war er größer, die Tastatur, die hat auch richtig funktioniert. Und man konnte ihn an einen Röhrenfernseher mit entsprechenden Anschlüssen anschließen. Geht heutzutage nicht mehr so einfach, vielleicht mit dem Adapter würde es noch funktionieren. Hätte man noch einen echten Commodore 64. Ich habe jetzt diesen hier mal an einen Fernseher angeschlossen. Und zumindest das Bild, was man dann sieht, so sah es dann aus. Der Bildschirm, der Desktop. Und die Spiele kann man sich also im Internet kostenlos runterladen, zum größten Teil auch sogar legal. Hier waren jetzt 64 Spiele drauf und wir wollen mal kurz zeigen, wie es sich früher so gespielt hat. Und so mancher dürfte erschrocken sein. Warum? Ja, in Zeiten der PlayStation 5 und High-End-Konsolen gehen wir nun zurück ins Jahr 1982 oder in die frühen 80er Jahre. Für mich war das damals sensationell. So, fangen wir mal an hier. Ich habe das schon mal hier ausprobiert und ja, das Steuern geht ja noch so, aber das Zielen ist für mich echt eine Schwierigkeit hier, weil es gab da ja nur noch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Vogelansicht größtenteils und da kann man echt nicht gut zielen. Man kann halt nur geradeaus, schräg oder so schießen. Also heute ist man es ja gewohnt, dass man da, wie heißt das, so ein Visier hat. Ja. So. Aber es ist echt problematisch. Also die Musik, die man hier hört, das war früher also ein Ohrenschmaus. Heute ist es ja mehr Ohrenkrebs, sag ich mal. Aber wir waren früher von dieser Musik absolut fasziniert, muss ich mal sagen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Nur halt,
wenn man so ein bisschen laut hat und heute was anderes gewohnt ist, dann kommt da direkt so bi bi bi. Das ist ein bisschen schrecklich, wenn es zu laut ist, aber so geht's. Ja, dieses Spiel hier, man kann es sich wirklich kaum in heutiger Zeit vorstellen. Es war früher mein echtes Lieblingsspiel. Es heißt Blue Max. Sündenspiel ist, man muss von der Landebahn oder Startbahn starten mit einem Flugzeug und dann Bomben abwerfen auf Straßen, auf Häuser und sich verteidigen gegen andere Flugzeuge und dann zwischendurch immer wieder Benzin auftanken. Ja, klingt ganz simpel. Man kann heutzutage kaum erkennen, was sein soll. Oder Johnny, was sagst du zu der Grafik? Ja, doch, kann man gut erkennen, finde ich. Also, alles ein bisschen schwer, wenn man es erst erkennen muss, aber an sich, finde ich, geht das eigentlich klar von den alten Spielen. Ja, so, ich muss sagen, wir hatten das schon mal einmal gemacht, das ist aber schon länger her und ich hatte es deutlich einfacher in Erinnerung. Also, das letzte Mal mit so einem Teil hier, mit so einem Joystick, habe ich in der Planet Arcade gespielt. Da war das alles aber einfacher, weil das wirklich fest war. Also, es war fest befestigt und hier musst du das Ganze hier an der Hand halten und das ist echt, macht das Ganze tausendmal schwerer. Und, ich muss sagen, Grafik fand ich gar nicht so störend. Fand ich eigentlich mal ganz witzig, so in die Vergangenheit Thema Gaming zu gucken. Und fand ich auch mal krass, wenn man so guckt, so was heute schon alles möglich ist in der Gaming-Szene mit Next Gen und so. Und was mal früher war. Also hat echt viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, durch die Zeit ist es deutlich leichter geworden. Liegt aber auch vielleicht auch daran, dass ich mit dem normalen Controller, was heißt normalen Controller, mit dem heutigen Controller besser vertraut bin, weil ich das halt so kenne. Ist ja genauso wie wenn man Xbox und PlayStation spielt. Wenn man mit einer Sache anfängt, kann man das natürlich besser. Aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, ich muss sagen, die alten Spiele zu spielen macht mir sehr Spaß, aber es hält mich nicht so fest, dass ich das jetzt stundenlang machen könnte, weil irgendwann wird's langweilig, finde ich. Aber naja, ich bin hier gerade bei einem Spiel, was ich mir gestern gekauft habe und was auch was mit meiner Kindheit, also ich bin ja noch in meiner Kindheit, aber ich sag jetzt so von der Kindheit, habe ich nämlich sehr gerne die Spiele Five Nights at Freddy's 1 bis 4 gespielt mit einem Freund. Das war früher mein bester Freund, habe ich leider keinen Kontakt mehr. Aber wir haben halt auf dem Handy immer diese Spiele da gespielt. Five Nights at Freddy's kennen wahrscheinlich die meisten. Ist auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es wirklich Kult ist, aber ich glaube, ich kenne fast alle, die ich kenne, die kennen das auch. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein neues Spiel von und das probiere ich gerade aus. Hat sich zwar sehr verändert, gefällt vielen aber auch nicht, aber ich möchte mir mal meine eigene Meinung darüber machen und ja, bin froh, dass es jetzt was mal für PlayStation davon gibt. Ja, so, ich wollte mal sagen, sagt natürlich klar, jeder hat seine eigene Kindheit. Wir haben eben einen Ausflug in meine Kindheit gemacht und davor habe ich auch noch eine Frosty 20 gehabt, da war die Grafik noch ein bisschen schlechter als eben beim C64, aber ist schon krass, wenn man sieht, was sich da so getan hat, grafisch und auch natürlich vom Sound. Also mir macht aber Spaß, die alten Sachen mal wieder auszuprobieren und sich daran zu erinnern. Ja, und wir erinnern uns daran, das Video ist zwar ein bisschen kürzer geworden jetzt, aber wir denken mal daran, zum Ende zu kommen, würde ich sagen. Ja, und das Ende ist jetzt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!